Rosmarin, Steineiche, Salbei. Das alles braucht Herr Kai für heute Abend. Denn in sein Blumenatelier im Nürnberger Stadtteil Rosenau kommen dann Gäste mit einem ganz bestimmten Wunsch. Herr Kai soll ihnen zeigen, wie sie einen besonders schönen Adventskranz machen. Wir versuchen einfach dieses Jahr mit möglichst viel exquisiten, schönen, besonderen, überraschenden Grün den Kranz zu wickeln. Auch mal wieder so ein bisschen auf die Basics zu kommen und die Schönheit von so einem glänzenden, gezackten Blatt zu sehen oder den Duft vom Rosmarin oder die weiche, wollige Struktur vom Salbei. Ich glaube, da komme ich ganz gut mit an. Aber bis zum Abend ist noch ein bisschen Zeit. Und bis es ans Grün geht, wird es erstmal richtig bunt. Wild und unkonventionell sind seine Sträuße. Denn Herr Kai will aus ihnen das wahre Leben sprechen lassen. Mit allem, was da mitschwingt an Auf und Abs, an Gefühlen, Stimmungen und Wünschen. Wenn es ein schöner Anlass ist, wie hier der erste Hochzeitstag, dann darf es knallen. Manche schaffen es ja nicht mal ein ganzes Jahr. Dann, wenn du jemanden hast, der gerade in tiefster Trauer ist, dann würde ich jetzt keine nur schwarzen und lila Blumen machen, sondern ich würde dann schon so einen Hoffnungsfunken mit reinbasteln. Seine Sträuße sprechen ihre eigene Sprache. Und die Anlässe sind so vielfältig wie die Sträuße selbst. Der nächste ist schon bestellt. Hallo, Herr Kai. Hallo. Grüß Gott, ich möchte gern für unsere kleine Hedi den schönen Strauß abholen. Bin gleich fertig. Oh, die ist erst ein paar Tage alt und ich bin erst Oma geworden. Dann tauschen wir. Ja, wir tauschen. Bitte schön. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und sag schöne Grüße an alle. Schönen Tag euch. Tschüss. Jeden seiner Sträuße entwirft Herr Kai als eine Art Gesamtkunstwerk, in das nicht nur Emotionen, sondern auch Eindrücke einfließen, die er auf sich wirken lässt. Die Inspiration kommt from heaven above, direkt in meine Seele. Nummer eins. Nummer zwei ist es, sich mit vielen zu beschäftigen, was einfach schön ist oder was ich für schön empfinde. Das kann Architektur sein, das kann Mode sein, das kann ein schöner geschnitzter Altar sein. Das ist einfach eine Sache, die passiert. Das ist ein Work in Progress. Mit 12 half er zum ersten Mal im Blumenladen aus. Und schon als Lehrling kam er zu seinem Namen, der heute sein Markenzeichen ist. Das hat mir eine ältere, etwas schrullige Dame verliehen, die immer in den Laden kam und nach mir gerufen hat. Herr Kai, der Herr Kai ist der Herr Kai da. Wir haben alle vor der fürchterlich Angst gehabt. Wenn ich sie gesehen habe und das Glück hatte, mich unterm Tresen zu verstecken, musste ich immer abwarten, bis sie die Suche aufgegeben hat. Manchmal habe ich sie halt ertragen müssen. Der Name ist geblieben. Da geben viele Leute viel Geld für so ein tolles Branding aus. Mir ist es einfach zugeflogen. Doch nicht alles fliegt Kai Fischer einfach so zu. Inzwischen ist der Blumenvirtuose schon gut 30 Jahre im Geschäft. Doch die Zeiten waren für ihn nicht immer einfach. Ja, es fing früh an. Ich war nie glücklich in meinem Körper. Ich wurde immer gehänselt. Ich habe mich meistens unglücklich verliebt. Ich habe irgendwann mal die Kurve nicht bekommen. Dann ging es finanziell ziemlich schlecht. Da habe ich meinen ersten Burnout gehabt. Und dann kam noch der große Burnout vor 4 Jahren. Und durfte dann einfach erfahren, dass Arbeiten und für andere Leute Dasein nicht das ganze Leben ist, sondern dass da auch ein großer Part auch für Herr Kai reserviert ist. Für Herrn Kai und seine 4 Kater. Die bringen Leichtigkeit. Die sorgen dafür, dass man nicht alles so ernst nimmt. Nicht irgendwas zu müssen, sondern einfach bloß da zu sein und es ist eigentlich gut genug. Glücklich macht Herrn Kai auch sein Zuhause. Seit 1,5 Jahren wohnt und arbeitet er nun in seinem Hinterhofatelier. Und hier umgibt er sich nicht nur mit floraler Kunst, sondern auch noch mit ganz anderer.
Oben im Schlafzimmer hat sein Partner eine kleine Töpferwerkstatt. Jochen Bradl teilt die Freude am Originellen und kennt die Vorlieben von Herrn Kai. Über die Kunst haben wir uns auch so ein bisschen kennengelernt. Und da wir ja beide recht schon kreativ und künstlerisch veranlagt sind, eigentlich von klein auf, verbindet das natürlich auch. Der Kai ist ein schon sehr kreativer, auch sehr inspirierter Mensch. Und vielleicht beschreibt es der Ausdruck beseelt am besten. Was wird's? Okay, steht auf jeden Fall stabil. Ja. Denkst du bitte dran, dass wir da noch die Kürbissuppe machen müssen für den Kurs heute Abend? Machen wir. Dann bis gleich. Jo, bis gleich. Ich hab richtig schön Immunkraft. Ja, wie viel brauchen wir noch? So, wie kannst du noch machen? Die Suppe für die Kursteilnehmerinnen ist im Werden. Doch bevor diese kommen, geht Herr Kai noch einer Herzensangelegenheit nach. Einmal die Woche probt er mit den Sängerinnen und Sängern seines Kirchenchors in Almushof. So, habt ihr ein bisschen Temperatur bekommen? Ja. Dann machen wir mit dem ersten Lied los. Euer A sitzt nicht hier im Hals, euer A geht vom Hinterkopf nach vorne in eurer Nase. Sanft. Sanft Marie, die Mutter war, Gottes Sohn, sie dort gebar. Ich muss sagen, das war heute eine wunderschöne Probe. Wir haben heute super gesungen und so macht ihr das bitte jetzt immer. Danke und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ich mache Musik deswegen, weil unsere Seele gepflegt werden muss. Und die Musik ist die direkteste Verbindung zu unserer Seele. Das ist eigentlich immer so, dass man erstaunt ist, was er aus unserem kleinen Chor alles rausbringt. Und es macht eigentlich immer Spaß. Er hat halt die gewisse Note. Und auch in seinem Wesen ist er richtig kumpelhaft manchmal. Um die gewisse Note geht es auch jetzt. Zurück im Blumenatelier. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. So, die Suppe. Oh. Eine Gruppe Freundinnen will es gleich ausprobieren. Wie können sie einen Adventskranz binden, der mal anders ist? In den auch sie ihre Kreativität einbringen. Kriegt jeder erst mal einen Bund? Etwa mit der Steineiche und ihren gezackten Blättern. Nächste Ansage. Der wird hier zwischen Kranz und Daumen gelegt. Dann legt man einfach neue Zweige an, bis zur Mitte. Und ab der Mitte kommen dann die anderen vier Finger dazu. Diese Reihe legt ihr bis nach innen. Nehmt den Draht und führt den über euren Daumen und über die Finger. Und wickelt dann ein, zwei oder dreimal. Ich habe jetzt im Moment Schwierigkeiten. Dass das so wirklich dann auch gewickelt aussieht, wie ich es mir gerade hinhalte. Das flutscht immer so weg, ne? Das ist gar nicht so einfach. Ist doch eine Zögert Kunst, auch ne? Nicht, ich den Draht festzuziehen. Okay, okay. Verschiedenste Zweige, die duften und rascheln und alle Sinne ansprechen. Wild und unkonventionell dürfen auch diese Kränze sein. Das ist doch toll. Ja, das ist toll. Ganz toll. Der Funke springt über. 2 Stunden wird mit Feuereifer gebunden. Es hat deutlich länger gedauert, als ich dachte. Ich bin richtig glücklich darüber jetzt. Ja. Seht ihr, wie der schwingt, dieser Kranz? Mhm. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt gut durchgekommen. Wir können uns erst mal gegenseitig applaudieren, weil es ist alles schön geworden. Guten Abend.
Und was ich halt schön finde, es ist jeder anders. Ja. Und jeder bindet ein bisschen seinen Charakter und sein Herz und seine Liebe mit rein. Ja. Ja? Ja. Und, die Sprache der Blumen zu nutzen, um aus dem Herzen zu sprechen, das kann Herr Kai. Und damit bereitet er viel Freude. Ja.